ziehen. Haki, an dein Telefon ran, Mann. Ich steck echt in der Klemme. Es ist 14 Uhr, du musst doch langsam mal aufstehen. Und beeil dich. Scheiße, so wird das nichts. Verdammt nochmal. Mann, hier muss doch irgendwo was sein. Was zur Hölle? Ach, das gucke ich mir später an. Da ist nichts, dort ist nichts, da hinten ist nichts. Mann! Rein gar nichts hier in der Wohnung. Nichts. Ich brauche neue Posen. Ich brauche unbedingt neue Posen, aber ich weiß nicht woher. Wer kennt das nicht? Ihr steht kurz vor einem Shooting, ihr wollt vielleicht mal neue Sachen ausprobieren, einfach mal frischen Wind in die ganze Sache reinbringen und dann ist niemand da, der euch helfen kann. Kein Problem, dieses Video wird euch dabei helfen, neue und kreative Posen für euer Shooting zu finden. Und wer bis zum Ende dran bleibt, der kann sogar noch was richtig Cooles abstauben. Also bleibt dran. Die beste Anlaufstelle im Internet, Pinterest.com. Hier könnt ihr nach Family Shootings suchen, nach Aktporträts und nach vielen anderen Posen. Ich bin mir sicher, ihr werdet definitiv fündig werden. Und wenn ihr was gefunden habt, dann könnt ihr das auf eure virtuelle Pinwand abspeichern, um später einfach auf das zurückzugreifen, was ihr abgespeichert habt. Ihr könnt das Ganze kategorisieren, organisieren, um einfach mehr Überblick über das Ganze zu haben. Und wenn ihr ein Smartphone habt, dann kann ich euch nur empfehlen, ladet euch die Pinterest App runter, dann könnt ihr auch mobil auf eure Alben zurückgreifen. Für mich ist Pinterest die Online-Plattform Nummer 1. Okay, nehmen wir mal an, ihr könnt jetzt nicht auf Pinterest zugreifen. Warum auch immer. Dann gibt es auch hierfür eine Alternative, fotolia.de. Auch dort gibt es eine Suchmaske, wo ihr nach verschiedenen Posen suchen könnt. Wobei jetzt gesagt sein muss, die Seite ist eher für Leute gedacht, die die Fotos kaufen wollen. In hoher Auflösung für ihre Werbekampagne. Es ist eine Alternative, ob sie gut ist, findet selber heraus. Easy ohne Internet, Modezeitschriften. Ihr habt kein Smartphone, kein PC und kein Laptop und erst recht kein Internet. So wie ich, sehr geehrtes Team von 1 und 1. Vielen, vielen Dank, dass Sie endlich in meiner eigenen Wohnung das Internet abgeschaltet haben. Nur so konnte ich den Weg zurück zu meiner lieben Familie finden. Verschlagen in einem kleinen Dorf, weit weg von Zivilisation und dennoch mit DSL. Danke 1 und 1. Ich kann euch den Blick in eine Modezeitschrift nur empfehlen. Dort findet ihr sehr moderne Posen für Männer und für Frauen. Und das Allerbeste, ihr braucht kein Internet dafür. Das Beste aus der Offline-Welt. Bücher. Das Internet kann noch so modern sein, aber es wird niemals an einen echten Buch herankommen. Mag sein, dass die Lehrbücher vielleicht etwas schwer sind und die größeren vielleicht auch etwas unhandlich. Aber der Charme, welches so ein Buch ausstrahlt, wird immer unantastbar bleiben. Bücher leiden nicht an Störausfälle, außer man brennt sie an. Bücher sind immer griffbereit, außer man ist gerade in China und hat die Bücher nicht dabei. Und Bücher sind immer ausführlicher und viel verständlicher. Außer man überspringt die ersten Seiten und verliert dadurch den Faden. Ehrlich jetzt, ihr solltet Bücher nicht unterschätzen. Ich habe mir vor kurzem dieses Buch hier gekauft, Posen, 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 von Mehmet Egi und dem renommierten Buchverlag Galileo Design. Dieses Buch ist nicht nur für Fotografen gemacht, sondern auch für Models. Ihr findet unzählige Posen für viele Gelegenheiten und seht auf einen Blick, was für das Gelingen der Pose wichtig ist. Die Posen sind kreativ, abwechslungsreich, aber nicht zu abgedreht. Und außerdem wird euch gezeigt, welche Posen perfekt sind, um mit dem Model am Anfang warm zu werden. Für mich ist dieses Buch zum unerlässlichen Werkzeug geworden, weil ich dadurch viel mehr Schwung und Gelassenheit in meine Shootings reinbringen konnte. Okay, ich würde die Lektüre jetzt nicht unbedingt den Profis anraten, aber für Fortgeschrittene und für Fotografen, die jetzt frisch ausgelernt haben, ist dieses Buch sehr zu empfehlen. Ich bin wahnsinnig froh darüber, wie sich alles entwickelt hat. Der YouTube-Kanal wird in den nächsten Tagen 1500 Abonnenten erreichen. Die Foto-Community auf Facebook, die Foto-Ecke, wird bald 1000 Mitglieder haben und es freut mich jeden Tag zu sehen, wie sich die Fotografen untereinander austauschen. Das ist einfach nur herrlich. Um es jetzt kurz zu fassen, ich bedanke mich bei euch. Nein, ich bedanke mich bei dir. Danke für alles. Es ist nicht immer einfach, als YouTuber ständig da zu sein. David, kannst du dich bitte beeilen? Wir haben schon wieder Überlänge. Okay, kommen wir zum Gewinnspiel. Haltet euch fest. Setzt euch am besten hin, wenn ihr jetzt nicht gerade sitzt. Denn ihr könnt diesen formschönen, eleganten und äußerst praktischen Werbeartikel gewinnen. Na, ist das nicht was? Nein, natürlich nicht. Ihr könnt dieses Buch hier gewinnen. Was müsst ihr jetzt dafür tun, um dieses Buch hier zu erhalten? Ganz einfach. Ihr schreibt einfach bei Facebook oder bei YouTube in die Kommentarleiste rein, warum ihr dieses Buch haben wollt. Bestenfalls liked ihr meine Fanpage, abonniert diesen Kanal
und teilt das Video mit euren Freunden. Aber das müsst ihr nicht tun, das ist freiwillig. Aber es würde mich freuen. Die Auflösung von diesem Gewinnspiel erfolgt dann in genau 2 Wochen auf meiner Fanpage. Den Link findet ihr wie immer in der Infobox. Wenn ihr jetzt noch was von mir sehen wollt, dann schaut euch unbedingt das Fotokina Special an mit meiner lieben Kollegin Sina von Pire Photography oder das Tutorial, wie man richtig coole Fotos mit dem Smartphone macht. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao. Ich muss auch Danke sagen für die vielen Produkte, die sie mir angeraten haben. Wie Internet-TV, Internet-Radio oder Internet-Telefonie. Alles funktionierte über das Internet. Jetzt ist endlich wieder Ruhe und Frieden in meiner Wohnung eingekehrt. Vielen, vielen Dank, 1&1. Mit freundlichen Grüßen, David Cray.